Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. In der letzten Folge haben wir es nach viel Überlegen geschafft, einen Redstone Sapling zu machen, nachdem ich erstmal Seed Blocks erzeugt habe. Und jetzt tun wir den ersten Baum hier auch harvesten. Und oh, wir haben direkt... Oh, warte mal. Das geht einfacher als erwartet. Holy shit, okay. Das geht echt schneller, als ich es gedacht hätte. Wahrscheinlich kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr raus. Das wäre natürlich mega geil. Komm schon. Wir tun jetzt ein paar wachsen lassen. Dann können wir wahrscheinlich direkt danach auch noch einen Quartz-Sapling machen. Farmen Quartz. Und dann können wir direkt einen Storage-Chef machen. Geil. Noch mehr. Perfekt. Hey, ich habe alles gesagt. Dankeschön. Und jetzt stellen wir mal kurz einen hier hin. Jetzt will ich kurz gucken nach Quartz-Sapling. Quartz-Sapling. Nachdem brauchen wir aber ein Emerald-Sapling, Neverrack, Magma-Slime-Crystal und Never-Quartz. Magma-Slime-Crystal kriegen wir aus Magma-Slime-Magma-Mud. Dafür brauchen wir ganz, ganz viel. Wie sollen wir das bitte schon in der Oberwelt? Helle Schmetter. Okay. Schauen wir nochmal nach den Slime-Saplings. Es gibt ja hier die Magma-Slime-Sapling. Dafür muss ich Blazing Perforium mit Blue-Slime-Sapling mischen. Perforium mache ich aus Sulfur, Redstone und Blazes Power. Ich will immer noch wissen, wo kriege ich die Milch her? Wo zum Fick soll ich Milch herkriegen? Destabilized Redstone, absolut kein Problem. Das kriege ich easy peasy hin. Aber trotzdem, how? How? Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ach, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, verdammt. Ich kann natürlich jetzt auch so versuchen, an das ganze Nether Quartz zu kommen, weil für den Controller wo ist der denn? Habe ich den jetzt auf die Schnelle? Nee. Muss mal kurz gucken. Simple. Ja, aber das deutsche Master Controller. Dafür brauchen wir Never Quartz. Dafür brauchen wir also 8, 16. 16 Stück von, und dann könnte man bauen rein, theoretisch. Controller. Das können wir auch alles schon noch machen. Cool, also müssen wir eigentlich... Können wir gucken, wie viel braucht ein besserer Crook? Was für ein Crook können wir denn noch machen? Crook. Bone Crook. Blaze Crook. Withered Look. Crook. Okay, ja, okay. Also ist sozusagen das Stone Crook gerade so, dass Non-Pulse plus Ultra was haben können, oder was? Ist ja natürlich auch geil. Dann tun wir aber den da drüben auch entfernen. Schön, dass das wieder so passiert ist, aber okay. Weiß nicht, wieso das passiert, aber okay. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sollte ich in der Mitte beide kriegen. Wir brauchen nur noch ein bisschen was. Das ist dann alles, was wir brauchen. Dann können wir den bauen und sind einfach gut ready. Komm, du auch noch. Wenn, dann hacke ich beide. Dankeschön. In der Mitte kannst du auch beide treffen, das ist natürlich auch noch geil. Erster. Zweiter. Wieder kurz hüpfen. Wir machen einfach eine ganz kurze Runde mit den Saplings. Dann sollten wir ein bisschen Quartz auf Lager haben. Erster ist gewachsen und der zweite wächst auch gleich hoffentlich. Komm schon, Sapling. Ja, danke schön. Wir haben aktuell 12, also sollten wir eh bald in einer guten Zone sein. Ja, diesmal gab es hier zum Beispiel kein Quartz. Hier gab es aber Quartz. Schnell wieder draufdrücken, damit die nächste Phase kommt. Der ist ja schon gewachsen.
Währenddessen essen natürlich wieder. So, perfekt. Ah, scheiße, jetzt ist der natürlich wieder gebrochen in dem Moment. Zu viel Arbeit für den alten Typen hier. So. Zurück zu unserem anderen Baum. Ich glaube, wir haben jetzt einiges gesammelt in dem Fall. Holy shit, ja, das ist echt viel. Wir haben noch zwei Neveracks sogar übrig. Dann tun wir jetzt mal das Gold Resin und das ganze Goldzeug alles hier raus. Wir nehmen nur das mit, was wir brauchen. So, und wir sollten, warte mal, was war nochmal im Simple Add? Storage Master Network. Diamanten. Sollte ich einen machen können, oder? Scheiße, als ob ich nicht genug damit Anchors habe. Oh, ich verstehe nicht, warum das jetzt aktuell so auch spinnt. Okay, dann heißt es nochmal kurz Diamond Trees. Ah, come on. Was man nicht alles macht, um einen Simple Storage Connector zu bekommen, weil dann tun wir das unten alles connecten, bauen unten eine Verkabelung und alles. Und mit ein paar guten Chests sollten wir dann auf jeden Fall so viel Platz haben, dass wir über einen Controller alles herkriegen können. Was natürlich mega geil wäre. Kommt ihr Bäumchen, ich brauche euch beide. Ich brauche euch beide. Ich brauche euch beide. Ich brauche euch beide. Okay, so erkennt das nicht, schade. Okay, jetzt hat er es beide. Doch nicht mit dem Ding. Nein, nein, nicht mit dem Ding. Noch eine Runde. Und dann kehren wir zurück wieder. Sollte es auf jeden Fall mit einem beschissenen Diamanten reichen. Das sollte jetzt ja nicht unbedingt unsere Herausforderung werden, einen blöden Diamanten zu kriegen. Komm. Du kleiner Sapling, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Der eine hat es auch geschafft, dann schaffst du es auch. Komm. Komm, du wächst. Du willst es doch auch. Dankeschön. Wir tun schon mal wechseln. Jetzt darf ich den nochmal erneuern. Geil. Der hat einfach Bock, mich heute zu ärgern. So schaut's aus. Inventar ist eh voll, schon bummvoll, aber gleich nicht mehr. Weil gleich haben wir ein Storage Network Controller. Und damit sollte einiges alles leichter werden. Hoffe ich mal. So. So einer, aber besser als keiner. Ich jetzt grad, den Diamanten wollte ich nicht wegräumen, Jungs. Den wollte ich behalten. Gut. Dann hier schnell die Blöcke draus machen. Und wenn ich mich irre, was zack, 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 zack. Du in die Mitte und 1, 2, 3, 4. Storage Network Controller. Master Blaster. Storage Request Cable. Wir machen jetzt mal hier einfach so ein Simple Network. Potential Empty Slots. Ah, schon. Haha, Inventory ist da. Geil. Mit sogar einem Crafting Table. Das ist natürlich jetzt schon geil. Das ist schon geil. Weil wir können dann hier unten Inputs überall hin machen. Nice. Nice, nice. So wollen wir das haben. Wenn ich jetzt hier reingucke, sehe ich auch... Ja, ich muss natürlich wieder entfernen. 9000 Holz. Kann ich das reinlagern? Jetzt müssten alle Inventories rein, theoretisch dann da vorne voll sein, ne? Ne, aber irgendwie kriegt es noch nicht rein. Ah ne, weil es Jungle Wood ist. Wir haben nichts, keine Ablagerung für Jungle Wood. Okay, Leute, dann heißt es wohl, wir müssen den Keller anrichten.
wo wir die ganzen Storage-Sachen dann hinräumen wollen, können. Vor allem die sollen dahin abgelagert werden dann. Die sollen ja dann einsortiert werden und alles. Kann ich rein theoretisch dich anheben? Nee, ne? Leider. Muss ich halt dann alles händisch vielleicht umräumen anfangen, beziehungsweise die dann zu Export-Dingern machen, die Storage-Teile abbauen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder alles abreißen. Denn das Wichtige ist, dass das funktioniert. Und es muss alles in den Keller. Und den bauen wir uns jetzt dann. Dann wird natürlich alles umgebaut wieder. Im Keller kommen dann die großen Teile hin. Aber es ist cool. Es ist auf jeden Fall sehr cool. Es hat eine Ähnlichkeit, finde ich, zu Applied Energistics. Was natürlich mir egal ist, aber Applied Energistics ist natürlich noch, glaube ich, vermute ich, ich kann hier nichts zu sagen, wirklich, ein bisschen weiterentwickelt. In dem Fall. So, machen wir den Kellereingang. Wo war den Kellereingang hin? Ich hätte den gerne in der Nähe. Aber auch nicht irgendwie zu auffällig. Ich würde den ja einfach nach hier setzen. Also hier wirklich rein. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich das da lassen können. So. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Wasser, damit wir da runterbauen können. Ein bisschen Kobbel. Und vielleicht sollten wir die Sachen, die wir gerade gebaut haben, erstmal sichern. Dass wir ansonsten nicht da einfach verrecken. Wie eine große Untersch... Scheiße, aua. Komm schon hoch, ich komm schon hoch, ich komm schon hoch, alles gut, alles gut, alles gut. Puh, das war knapp. So, jetzt können wir aber nochmal hier schnell Leitern machen. Brauchen wir. Später kommt hier wahrscheinlich was anderes hin, aber fürs Erste sind Leitern the way to go. Gut zu wissen, dass ich Leitern langsam runterklettern kann. So, okay. Erstes Mal die Plattform ausbauen. Das ist ja im Grunde jetzt nur der Lagerplatz, der dann entsteht. Das ist natürlich dann schon ganz viel. Ein paar Stacks mit nach da unten. Und dann können wir hier unten anfangen, da vorne abzuzapfen. Ich lasse die trotzdem, auch wenn ihr wahrscheinlich das nicht bräuchte. Ich mag aber den Stil, wie es ausschaut. Und ich will es einfach ein bisschen behalten. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Und hier unten entsteht jetzt dann einfach unser Lagersystem. Und das Untergeschoss entsteht. Oder auch U1 genannt. Fackeln sollten wir halt dementsprechend dann auch platzieren. Ich platziere jetzt. Vielleicht einfach nicht direkt hier, aber. Ich platziere jetzt hier einfach so. Vielleicht können wir später da auch Dinge hin tun, so Candles. Leuchten wir auch gleich aus. Immerhin wird hier überall hingebaut. Können wir in Zukunft die Produktion nach hier unten verlegen. Von allem möglichen Shit. So. Wir müssen natürlich dementsprechend groß jetzt bauen. Wir müssen das alles nachholen, was wir davor gebaut haben. Das kann natürlich ein Aufwand werden, aber wir haben dafür hier unten mächtig Platz.
Und es schaut, es ist alles schön versteckt. Wir brauchen hier unten natürlich auch Netzwerk-Connector und Crafting-Inventore, Zugriffe und alles mögliche kommt hier hin. Das wird natürlich dann dementsprechend groß. So. Zack. Aber wir haben jetzt schon ordentlich, schaut mal, wie groß das mittlerweile schon ist hier unten die Fläche. Können wir dann den Connector und alles hinsetzen und das Netzwerk anfangen zu bauen. Aber wir müssen dafür erstmal zu jeder Kiste rein theoretisch kommen. Zu denen kommen wir jetzt schon, zu den zwei. Aber da sind ja drei hier drüben auch. Und wir müssen in Zukunft auch überall hinkommen. Mein Plan ist ja auch, dass die Kabellage an der Decke langläuft. Sozusagen unten freie Bewegungsfreiheit und alles. Und alles. Aber Leute, ich würde sagen, ich baue das zur nächsten Folge noch ordentlich aus, dass wir dann hier unten anfangen können, einfach zu arbeiten. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.